Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, im Kontext einer Bewerbungsrede über bewaffnete Drohnen zu sprechen, mag etwas bizarr klingen. Aber die derzeitige Diskussion um die Anschaffung dieser Drohnen zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten übrigens ist exemplarisch dafür, wie sich das sicherheitspolitische Koordinatensystem in Deutschland allen voran bei der Sozialdemokratie und bei den Grünen verschoben hat und von grenzenloser Naivität, ja Ignoranz geprägt ist. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben in einem freien und einem sicheren Europa, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und daher steht für die Freien Demokraten das Thema Sicherheit und Wehrhaftigkeit als Voraussetzung für unsere Freiheit ganz oben auf der Agenda. Als verteidigungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion möchte ich deswegen heute und jetzt an dieser Stelle im Namen der Freien Demokraten allen Soldatinnen und Soldaten von Herzen danken, die im Inland, im Ausland trotz riesiger Probleme bei Organisation, Beschaffung und Material ihren Einsatz gehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Soldatinnen und Soldaten, Sie gehen Ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag nach und sind bereit, unsere freiheitliche Grundordnung am Ende mit Ihrem Leben zu verteidigen. Die Welt ist durch die Pandemie nicht sicherer geworden, im Gegenteil. Und wir haben darauf unsere Werte und ja, interessengeleitete Antworten zu finden. Und manche, liebe Freunde, manche mögen sich gut fühlen, täglich eine weiße Taube steigen zu lassen. Die Putins dieser Welt werden das mit Hohn quittieren. Es bedarf, und was Christian Lindner gerade sagte, einer irre Herausforderung, aber es bedarf einer exzellent ausgerüsteten, einsatzbereiten Bundeswehr, die verlässlich ihrer Landesverteidigung und loyal ihre Bündnisverpflichtung nachkommt. Vernetzt mit Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie und ja, konsequenter Achtung der Menschenrechte. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss. Und auch in Zukunft möchte ich meine kommunalpolitische Erfahrung in die Fraktion einbringen. Wer sich daheim wohlfühlt, die Familie vor Ort gut weiß, eine gesunde Infrastruktur vorfindet, wird eben nicht anfällig sein für radikale Scharlatane. Und deswegen haben wir im Ausschuss, im Bundestag für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung unsere liberalen Vorschläge auf den Tisch gelegt zu den Themen Bauordnung, Digitalisierung, Entbürokratisierung und ja, Förderung von Infrastrukturprogrammen. Letzteres nicht nur bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin Ihr Vertrauen schenken und Ihre Stimme geben. Mein Name ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ich bin 63 Jahre alt, habe drei Kinder, vorerst drei Enkelkinder. Beruflich komme ich aus der Buchverlagsbranche, bin seit 2004 im Rat der Stadt Düsseldorf und zu meiner großen Freude seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich danke Ihnen.